Hallo, jetzt bin ich Xie und es geht weiter mit der Wannabe der Boshi. Ja, wie ihr hört, wie ihr nicht hört, heute mal wieder ohne Gastkommentator oder Gastkommentatorin. Wie auch immer. Ja, ist jetzt ziemlich blöd gelaufen. Ich weiß auch nicht, ob man es mir anhört, aber ich bin nicht besonders gesund. Ich hatte so eine hübsche Erkältung erwischt. Mit allem drum und dran, Husten, Schnupfen. Und ja, es war ursprünglich geplant, dass ich am Dienstag mit... Gut, das Spiel läuft fast schon flüssig. Es war ursprünglich geplant, dass ich am Dienstag mit Simon aufnehme. Damit zumindest nicht alle Folgen der kommenden Woche ohne Gastkommentator sind, aber... So wie es jetzt aussieht, ja, wird dem wohl leider so sein. Simon ist nicht da. Osoma hat momentan kein Internet. Beziehungsweise, gut, ich weiß nicht, wie es da aussieht. Und Eatfall habe ich leider auch nicht rechtzeitig erwischt. Ich werde jetzt auf jeden Fall diese Folge hier aufnehmen. Und dann auch gleich verarbeiten. Und dann mal schauen. Und jetzt sehe ich gerade auch, warum das Spiel gerade so langsam gelaufen ist. Da ist wieder irgendein scheiß Update im Hintergrund gelaufen. Oh, ich könnte schon wieder. Ich könnte schon wieder kotzen. Nee, also diese automatischen Updates, die da im Hintergrund laufen. Vor allem, es ist halt dann... Gut, ich meine, das war jetzt wenigstens eins, wo ich sehen konnte, was dran schuld war. Aber automatische Updates, die sich irgendwie... Entschuldigung, Aktualisierungen... die sich nach Systemstart selbstständig durchführen, gehen jetzt mich auf den Nerven. Und ich darf jetzt gleich mal mein Mikro auf stumm stellen, weil ich mich räuspern muss. Super. Ja, ich hoffe, man hört es mir nicht allzu sehr an, aber meine Stimme ist ziemlich arg angeschlagen. Zur Sache von Dienstag habe ich noch gar nichts gesagt. Ja, am Dienstag wollten wir eigentlich aufnehmen. Da hätten wir auch ein gutes Pensum aufnehmen können. Vielleicht sogar die 7 Folgen, die es braucht. Aber leider war krankheitsbedingt meine Stimme mehr oder weniger weg. Man muss sich das so vorstellen, ich kam über eine gewisse Lautstärke nicht hinaus und meine Stimme war verhältnismäßig hoch und krächzig. Noch dazu musste ich alle paar Sekunden fast schon husten und mich räuspern. Warte mal kurz. Ich muss alle paar Sekunden husten oder mich räuspern und... Naja, das wäre... Auch wenn Simon dabei gewesen wäre, wäre das keine anständige Folge geworden, weil... Ihr hättet fast nur was von ihm gehört. Spielerisch wäre eigentlich nichts vorangegangen. Weil, naja... Wenn ich mich auf stumm schalte... Kann ich ja nicht weiterspielen. Wenn ich mich aber jedes Mal nur so kurz auf stumm schalte, um zu husten oder mich zu räuspern. Ja. Während dem Kampf geht's nicht. Das heißt, während dem Kampf wäre ich dann... Danke, Spiel. Während dem Kampf wäre ich dann auch wieder entweder total leise gewesen, weil ich zurückhalten muss, oder am Ende hätte ich absichtlich sterben müssen. Nur um meinen Hustanfall schnell rauslassen zu können. Von daher, Nee, ist halt dämlich, wenn es krankheitsbedingt nicht richtig hinhaut, aber was soll man machen? Ich meine, andere, glaube ich, hätten an der Stelle dann gesagt, ja gut, dann nehme ich halt bis ich wieder komplett genesen bin, überhaupt nicht auf. Das will ich jetzt aber auch nicht machen. Dementsprechend, ja, ich weiß nicht, wie ich das jetzt machen werde. Ja, eine Folge, die euch heute, also am selben Tag, erreicht, die nehme ich auf jeden Fall auf. Und danach, ja, theoretisch könnte ich schauen, ob ich jemand anderes herkriege. Das wäre halt dann jemand, der hier noch überhaupt nicht mit kommentiert hat. Generell auf diesem Kanal noch nicht. Was grundlegend schon eine Überlegung wert wäre. Aber wir haben jetzt schon darüber diskutiert, dass das Problem damit wäre, dass ich keine Übertragung machen kann.
Spiel, was ist los? Ich schaue nur gerade auf die Bildratenanzahl. Und die schwankt gerade richtig schön zwischen 55 und 47 hin und her. Also irgendwas läuft da im Hintergrund noch. Gott, der mich sowas ankotzt. Entschuldigung. Wie gesagt, es lässt sich nicht immer verhindern. Das kotzt mich an. Weiß auch nicht, ob ich jetzt hier eine sonderlich große Leistung abliefern werde. Vor allem nicht, wenn es wieder so spinnt. Meine Fresse. Oh. Jetzt liegen mir meine Kabel auch noch so blöd auf den Arm drauf. Also jetzt auch nach dem scheiß Headset-Kabel. Oh. Momentan ist wieder ordentlich der Wurm drin, merke ich schon. Ja gut, da helfen mir meine technischen, gedanklichen Fortschritte in dem Kampf auch nichts, wenn ich dann technisch bedingt einfach nie an den Punkt komme. Und da, das ist klar, ja, und dann habe ich halt auch einfach mal wieder Pech und dann passiert sowas. Läuft gerade halt wahnsinnig unsauber und das spürt man einfach beim Zocken. Du merkst einfach, dass nicht alles in der Geschwindigkeit vorangeht, in der es sollte. Sondern dass die Geschwindigkeit, die schwankt, was heißt die Geschwindigkeit, die Bildrate, die schwankt gerade während des Kampfes permanent hin und her. Und das merkt man halt spielerisch noch wesentlich schlimmer, weil sich natürlich dementsprechend auch Boshi etwas anders bewegt, immer wieder schneller und langsamer, rein optisch, spielintern natürlich trotzdem immer noch gleich schnell, aber es ist einfach wahnsinnig unangenehm. Ich weiß nicht, wie oft ich das Wort wahnsinnig hier schon wieder benutzt habe. Ich habe generell gemerkt, ich bin jemand, der zu solchen stärkeren Adjektiven greift. Was mir persönlich schon ziemlich auf die Nerven geht, wenn ich ständig wahnsinnig und unglaublich und derartige Worte nutze, weil ja, wenn man sie ständig benutzt, dann haben sie natürlich auch nicht mehr die entsprechende Ausdruckskraft. Wenn ich dann mal wirklich sehr von etwas überzeugt bin, dann kann ich das nicht mal rüber, dann kann ich das nicht mal vermitteln, weil die Worte längst ihre Kraft verloren haben. Und das war jetzt wieder ein verhältnismäßig guter Versuch, den ich dämlicherweise in den Sand gesetzt habe. Da habe ich mich jetzt wieder nicht rühren dürfen. Danke, Spiel. Es wäre halt schön, wenn ich wenigstens noch irgendwie überprüfen könnte, was sich da im Hintergrund abspielt. Aber wenn es irgendwelche Aktualisierungen sind, die da im Hintergrund ablaufen, ich sehe die ja nicht mal. Ich kann ja nicht mal nachschauen, was da im Hintergrund offen ist, weil da nicht mal Fenster aufgehen. Es läuft da einfach irgendwo im Hintergrund im System, läuft da was ab und da aktualisiert sich was. Und ich meine, so wenn du normal irgendwas machst am Computer, merkt man das ja nicht. Da merkt man das ja nicht so stark, aber ich sag mal, Boshi ist da ein extrem guter Indikator, wenn es darum geht, wie sauber das System gerade läuft. Zumindest bei mir. Ich habe inzwischen eh schon mal gedacht, wenn andere Leute Boshi aufnehmen würden, die hätten wahrscheinlich nicht annähernd solche Probleme, weil bei denen das Spiel dann wahrscheinlich einfach laufen würde. Da würde das einfach laufen, vollkommen unabhängig davon, wie das System gerade beieinander ist. Das würde einfach funktionieren. Einfach weil es funktionieren soll. Bei mir hier, deswegen jede kleinen Systemanomalie. Funktioniert gleich gar nichts mehr. Dann kriege ich keinen Doppelsprung. Habe ich hier kurz, dass das Bild stehen bleibt. Ja, sowas zum Beispiel wieder. Was für mich das Schlimme ist, wenn sich das Bild, wenn das Bild kurz stehen bleibt, dann rühre ich mich auch nicht mehr, weil ich mir dann immer denke, ja, wenn ich jetzt weitergehe, merke ich es ja nicht mal. Und dann könnte es sein, dass ich wieder in ein Projektil reinrenne. Ja. An solchen Sachen wie der Grafik, die da oben jetzt stehen geblieben ist,
merkt man halt dann diese kleinen Missstände trotzdem noch. Und die treten halt momentan auch auf, obwohl ich nicht mal Skype anhab. Ich meine, ansonsten kamen solche Fehler immer zustande, wenn ich in Skype eine Übertragung hatte und dann mein Laptop halt überfordert war, was nach wie vor ziemlich wehtut, wenn ich so drüber nachdenke. Gut, ich meine, der ist jetzt wesentlich stärker belastet als mein alter Laptop, wo ich noch das alte Aufnahmeprogramm hatte. Ich meine, ich nehme hier ja immerhin in einem HD-Format auf. Das ist halt einfach nochmal eine ganz andere Hausmarke. Hausmarke? Hausnummer? Dementsprechend, klar, ist die Grundbelastung natürlich höher, aber... ich jetzt gerade einfach den Schalter zum Stummschalten nicht zu fassen gekriegt habe. Super. Da ich mit der Stimme... oh Gott. Kleinen Moment, ich bleib still. Man merkt das schon, mir geht dann, da ist der Hals dann einfach komplett zu, ich kann dann fast nicht mehr reden. Das wäre es jetzt gewesen, wenn ich jetzt weitergekommen wäre. Aber mit stärkerer Konzentration auf das, was passiert, spiele ich erfahrungsgemäß eher schlechter als besser. Das ist so schrecklich, dass erhöhte Konzentration was Schlechtes ist. Das macht mir halt in vielerlei Hinsicht einfach meine Logik kaputt. Normalerweise würde ich meinen, wenn ich mich besser auf was konzentrieren kann, dann stelle ich mich besser an, aber nö. Je genauer ich mich auf irgendwas konzentriere, desto, ja gut, dann bin ich halt wesentlich anfälliger für irgendwelche Dinge, die nicht so funktionieren, wie sie sollten. Wenn ich mich konzentriere, dann brauche ich alles exakt so, wie ich es erwarte. Wenn ich mich nicht so drauf konzentriere, dann kann da passieren, was da will. Dann reagiere ich halt ohne Konzentration drauf. Meistens wesentlich besser. Ja. Und nachdem wir jetzt schon 13 Minuten drüber geredet haben, was für Probleme so eine Standarderkältung machen kann, bräuchte es langsam mal ein Gesprächsthema. Ist natürlich schwierig, also ohne Gastkommentator bin ich gar nicht mehr so wirklich gewohnt, muss ich dazu sagen. Als doch die letzten Boschi-Folgen immer jemand dabei war. Oh, komm schon. Aber da findet sich schon was. Ich meine, es gibt genügend Dinge, die mir... es gibt immer genügend Sachen, die mir auf den Keks gehen oder wo ich mir Gedanken dazu mache. Eine Sache zum Beispiel, ich habe ja mit Simon letztens wieder über das Thema geredet, von wegen, wenn so Kommentare kommen, hey, ich finde deinen Kanal gut, hab dich abonniert und vielleicht magst du ja auch bei uns vorbeischauen oder bei mir. Das Thema hatte ich ja schon angeschnitten. Ich weiß gerade nicht, wie weit wir bei dem Thema überhaupt dann durchgegangen sind, das ist jetzt schon wieder eine Weile her. Aber so eine Sache, die mir, weil ich habe da auch bei jemand anderes mal gesehen, der sich dann so ein paar Kanäle durchgeschaut hat. Und der hat sich dann auch so Kanalbewerbungsvideos angeschaut. Also nicht im Sinne von Bewerbung von anderen Kanälen, sondern diese Kanalbewerbungsvideos, die halt ganz vorne am Kanal sind. Meiner einer nutzt das ja immer für Informationsvideos oder wenn es darum geht, solche Videos wie das Informationsvideo zum 100-Abonnenten-Spezialvideo, wo ich immer noch Fragen warte, was ziemlich blöd ist, aber naja. Jedenfalls, ja, gibt's da andere Kanäle, die da solche Vorstellungsvideos hochladen
Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir Kanäle angeschaut habe, ich habe diese Videos immer komplett ignoriert. Ich habe mir diese Videos überhaupt nicht angeschaut. Ich meine, die einen machen solche Bewerbungsvideos, andere haben halt dann irgendeine Folge von ihrem aktuellen Let's Play drinnen. Wahrscheinlich, weil das halt dann sagen soll, ja, das spielen wir momentan, vielleicht interessiert es dich, werter Kanalbesucher. Ist mir aber ehrlich gesagt lieber als das, was da teilweise als Kanalbewerbungsvideos, was da manche Kanäle haben. Also, vor allem, es wirkt halt einfach so übertrieben. Bei vielen Kanälen hast du halt dann erstmal ja, entweder so eine Nachricht von wegen, hallo, ich bin oder wir sind, willkommen auf unserem Kanal. Und dann geht normalerweise die Musik los. Entweder ist es so eine typische Disco-Musik, wo ordentlich der Bass ballert. Der Bass ballert vor allem, ja. Der ballert nicht, der haut nur auf den Tisch. Oder das andere, was ich immer wieder sehe, halt irgendein Lied aus dem Bereich Rock/Metal mit einer relativ deutlichen Gitarre, sag ich mal. Was ja grundlegend nicht verkehrt klingt, aber die Videos sehen halt dann meistens so aus, dass dann entweder sind Ausschnitte aus jeweiligen Let's Plays oder das heißt direkt, dass die gezeigt werden oder dass da lauter Kurzausschnitte aus den Let's Plays durchs Bild fliegen und wie gesagt, im Hintergrund macht die Musik noch einen ordentlichen Lärm. Ich persönlich denke mir halt dann einfach nur, okay, das sind jetzt so Sachen, okay, da fliegt gerade ein Auto durch die Luft, okay, in dem Videoausschnitt zermetzelst du gerade einen Gegner, okay, in dem Videoausschnitt geht gerade ein Boss drauf. Und dann? Ich denke mir halt dann immer, ja gut, das zeigt jetzt quasi ein paar von euren Projekten, die ihr auf dem Kanal so macht, beziehungsweise gemacht habt. Und ich weiß nicht, ich persönlich kann aus diesen Videos dann einfach nichts rausnehmen, weil letztendlich sagen diese Effekte, die in dem Video da vorkommen, nichts über den Kanal aus. Der Kanal erscheint für mich dadurch in keinster Weise besser, auch wenn da Mords die Effekte sind. Wie gesagt, dann fliegen die Bilder, die Videoausschnitte fliegen durchs Bild und Explosionen und sonst irgendwas, was es nicht noch alles gibt. Und da ist ein Schriftzug. Das klingt jetzt von mir dann wahnsinnig. Ja, als wäre es nichts, aber das Problem ist, auf mich wirkt es auch so. Und deswegen ignoriere ich diese Videos immer. Wenn ich sie mir dann anschaue, denke ich mir halt immer, irgendwie hat es für mich keinerlei Aussage. Das Einzige, was ich vielleicht sehe, ja, angedeutet, was für Spiele die auf dem Kanal so zocken. Das finde ich aber auch raus, wenn ich einfach bei dem Kanal auf Videos oder auf Playlists gehe. Und dann da nachschau, was die so an Projekten gemacht haben. Oder was es halt auch gibt, das sind jetzt dann nicht unbedingt welche, die solche Videoausschnitte haben, sondern die haben dann halt so eine Erklärung, wir bieten euch auf diesem Kanal oder ich biete euch auf diesem Kanal und wo ich mir dann auch denke, ja, schön, dass du das jetzt sagst. Hätte ich wahrscheinlich nicht selber rausgefunden. Danke für die Information. Und fertig. Wie gesagt, ich weiß nicht, was ich diesen Videos entnehmen soll. Weil wenn der Kanal irgendwelche Versprechen macht, und wegen wir bieten euch. Was könnte man da überhaupt sagen? Ich wüsste jetzt nicht mal Beispiele, die ich da nennen könnte, weil. Ich meine, was soll so ein Kanal bieten? So ein typischer Let's Player-Kanal bietet halt genau das, was man von einem Let's Player-Kanal erwartet. Let's Plays.
Und ich meine jetzt, ich rede jetzt gerade auch nur von Let's Player-Kanälen, also anderweitige Kanäle meinte ich mit meiner Beschreibung da gar nicht. Weil was anderes als Let's Player-Kanäle verfolge ich gar nicht. Es gibt vielleicht insgesamt ein, zwei Kanäle, die ich abonniert habe, die nicht nur Let's Plays machen. Aber der Rest sind komplett Let's Player, weil ich auch sagen muss, was anderes interessiert mich auf YouTube nicht. Irgendwelche Komiker-Kanäle brauche ich mir nicht antun. Ja gut, da hat er gerade ziehen können. Schade. Aber schön, dass wir auch in so einer Folge mal zu Sonic gekommen sind. Ich habe immer noch keine Ahnung, was ich bei Sonic machen soll. Ich weiß es nicht. Weil ich mich so weit unten am Bildschirmrand befinde, kommt er viel zu leicht dazu, irgendwann gerade zu ziehen und auf mich zu zielen. Aber vorher habe ich ihn ja mal hin und her reißen können, aber da bin ich weiter rechts gestanden. Naja. Naja, zurück zu der Thematik von eben. Wie gesagt, ich kann aus diesen Videos einfach nichts rausziehen, weil das Video mir nicht viel mehr zeigen wird, als das, was ich auf dem Kanal dann später sowieso vorfinden möchte. Und das Einzige, was ich auf so einem Kanal finden möchte, das sind Let's Plays, kommentierte Let's Plays, zu Spielen, die mir gefallen. Ergo, aus dem Bereich Jump'n'Run, RPG. Ich meine, mit Shootern und dergleichen kann ich nicht viel anfangen. Und was ich halt auch dazu sagen muss, generell, was das Abonnieren angeht, von vielen wird Abonnieren so verstanden, dass man dem Kanal damit zeigen möchte, hey, ich finde das gut, was du machst. Für mich persönlich bleibt das Abonnieren gut, ich meine, ich zeige dem Kanal... Oh Gott, meine Stimme schon wieder. Entschuldigung. Ich zeige dem Kanal zwar dadurch auch, dass ich gut finde, was er da produziert. Für mich persönlich bleibt die Abonnieren-Funktion aber nach wie vor dasselbe, wie wenn ich, weiß nicht, eine Zeitung abonniere. Ich will dieser Zeitung nicht einfach nur sagen, hey, ich finde gut, was du machst, sondern ich möchte auch von dieser Zeitung regelmäßig deine Ausgabe haben. Genauso wie bei YouTube-Kanälen. Abonniere ich einen Kanal, weil ich halt auch regelmäßig von YouTube darüber informiert werden möchte, wenn auf dem Kanal was hochgeladen wird, damit ich das halt sehe. Und das ist für mich immer noch die Grundfunktion von Abonnieren und nicht, dass ich jemanden halt abonniere, weil ich mir denke, ja, der hat mein Abonnement verdient, er hat zwar seit 2 Monaten keine Videos mehr hochgeladen, aber ich finde den Kanal, so wie er ist, gut und deswegen abonniere ich den. Ich habe einmal den Fehler gemacht, dass ich einen Kanal abonniert habe, der nicht ausschließlich das produziert hat, was ich sehen wollte. Einfach nur, weil er mal... Also es waren mehrere Leute. Und... Kleinen Moment. Das waren mehrere Leute und... Ja, ich sag mal, eine Person hat da was produziert, eine Zeit lang, was ich gut fand. Ich habe den Kanal abonniert und ja, irgendwann hat die Person aber dann auch mit Spielen angefangen. Spiele, die mich zum Beispiel nicht interessieren, das sind halt meistens irgendwie Shooter, irgendwie Ego-Shooter. Die interessieren mich einfach nicht, die sind mir persönlich zu langweilig. Und irgendwann hat halt die Person, wie gesagt, auch nur noch sowas aufgenommen. Und solange die Person was aufgenommen hatte, was mich interessiert hat, habe ich den Kanal abonniert gehabt und habe halt damit aber akzeptiert gehabt, dass in der Liste der Videos, die halt hochgeladen werden, dass da halt auch die Videos der anderen dabei waren, was mich halt sehr gestört hat, weil das die Liste, aus der ich die Videos, die ich sehen möchte, mir herausziehe, das hat es unnötig in die Länge gezogen, es hat unglaublich genervt und ja, kam das der... Dieser eine von dieser Gruppe nicht mehr was produziert hat, was ich sehen wollte, habe ich den Kanal auch sofort deabonniert, weil ich mir gedacht habe, was bringt es mir, diesen Kanal weiter zu abonnieren, wenn mir dadurch die Liste der Videos, der aktuellen Videos, mit was zugemüllt wird, was ich nicht sehen will.
Genau deshalb abonniere ich auch nicht unbedingt viele Kanäle. Weil ich auch nur die abonniere, von denen ich was sehen möchte. Und von denen ich auch gerne Videos in der Liste sehen möchte. Also, von denen ich auch Videos innerhalb der Liste finden möchte, sagen wir so. Und da gab es halt viele Kanäle, die durchaus, wo ich mir durchaus einzelne Videos anschaue, die ich aber nicht abonniere, einfach weil die einen Haufen anderes Zeug noch produzieren, was ich nicht in meiner Liste sehen möchte, weil ich meine Liste übersichtlich halten möchte, sodass ich da möglichst schnell die Videos finde, die ich sehen möchte und ich nicht da tagtäglich irgendwie 100 Videos in der Liste habe, durch die ich erstmal mich durchfriemeln darf, damit ich die Videos finde, die ich sehen möchte. Also ich persönlich muss nicht weit in der Zeile, in der Seite runtergehen, um die Videos von gestern oder vorgestern finden zu können. Und das finde ich auch gut so. Mich würde es unglaublich nerven, wenn ich da ewig lang erstmal suchen müsste in einer Riesenmenge an Videos, bis ich das finde, was ich überhaupt sehen möchte. Was bringt's mir dann? Also ich nutze diese Funktion schon noch eher als das, was es eigentlich ist, als Abonnement. Und nicht nur als, Zeichen von mir an den Kanal, dass ich den Kanal gut finde. Klar, die Abonnentenanzahl einerseits soll es einem egal sein, andererseits gibt es ja aber doch irgendwo auch wieder, wie bekannt ein Kanal ist. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, wenn ich so betrachte, ist die Zahl wieder egal, weil es eigentlich nur sagt, wie viele Leute sehen sich die Videos an und wollen über diese Videos dann auch automatisch benachrichtigt werden müssen, damit sie nicht immer auf den Kanal schauen müssen. Ich meine, das erleichtert einen das Abonnementmodell ja eigentlich. Um diese Nötigkeit, ständig auf den Kanal zu gehen und dort nachzuschauen, ist ein neues Video da. Gut, da nicht immer die Videos so aktuell in der Liste sind, muss man das trotzdem immer mal wieder, aber das ist wieder ein anderes Thema. Ich merke, meine Stimme geht immer weiter zur Neige. Gut, dass die Folge bald vorbei ist. Nee, es tut mir leid, aber es ist momentan sehr anstrengend aufzunehmen. Wie gesagt, ich werde versuchen, über den Tag vielleicht noch jemanden zu finden. Aber in der größten Not muss ich mich dann halt wieder alleine hinsetzen. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm. Ich hoffe, die Videos sind trotzdem halbwegs sehenswert. Und gut, ich meine, für mich selber gibt's eigentlich immer was, worüber man sich auskotzen kann. Von daher denke ich mal, wird mir der Redestoff auch nicht ausgehen. Ihr könnt mir auch vorstellen, dass ich über das Thema, das wir gerade hatten, durchaus noch ein Weilchen reden könnte. Ich muss mich eh langsam wieder dran gewöhnen, für mich alleine zu kommentieren. Ich meine, wenn das hier irgendwann mal sein Ende findet, ob nun dadurch, dass wir die 520. Folge aufgenommen haben, oder dadurch, dass ich Solgren tatsächlich irgendwann mal vernichte, ich irgendwann einmal eine Taktik für Sonic finde. Ist halt schon schade, dass es jetzt daran momentan hängt. Ausgerechnet an Sonic. Von dieser Riesen-Sonic, dem ich halt ja, nur am unteren Bildschirm dann wirklich ausweichen kann, ist ja das Schlimme. Du hast halt kaum Raum. Und durch die Mechanik, wie sie halt funktioniert, prallt Sonic am Rand ab. Ich meine, Sonic ist halt nun mal an der Stelle so riesig, dass wenn der unten gerade durchfliegen würde, dass man gerade so drüber springen kann. Beziehungsweise, wenn du auf der höchsten Plattform stehst, dann glaube ich, wird er direkt unter einem durchfliegen. Das ist halt schon irgendwo
so ein kleines bisschen nervig. Im Übrigen habe ich gerade auch so meine Probleme, oder generell in letzter Zeit habe ich meine Probleme mit den Elektrokugeln. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die teilweise nicht so komplett hell werden, wie sie sollten, bevor sie losfliegen. Ich weiß aber nicht, ob das nur an mir liegt. Ob ich das einfach nur falsch sehe oder ob es tatsächlich so ist, dass die zwischendurch dunkler sind, als sie sein sollten, kurz bevor sie losfliegen. Aber naja. So. Oh, das läuft gerade wieder unsauber. Oh Gott, war das knapp. So, so, so. Es war so klar, dass da nochmal so ein Tropfen daherkommt, aber... Ja, den kann ich halt nicht immer ausweichen. Was soll's. Ich meine, wir sind mal wieder zu Sonic gekommen, von daher... Es ist nur eine Folge, die ich aufnehmen wollte, und wir sind trotzdem zu Sonic gekommen, ne? Hm? Ist ja nicht verkehrt. Offensichtlich kriege ich es auch ohne Ablenkung durch einen Mitkommentator hin. Ja, wie gesagt, ich werde diese Folge hier verarbeiten lassen und im Anschluss, je nachdem, ob ich jemanden finde oder nicht, sehen wir uns halt dann morgen für euch mit mir alleine oder mit noch jemand dabei. Auf jeden Fall, was ist für heute von I Wanna Be The Boshi. Ich bin der Xi. Bis dann, Leute. Ciao.